Wir kommen heute zu Janbara, dem Schwertkampfsport hier. Und nach Janbara kommt dann auch noch Badminton und dann wird das Ganze wieder beginnend weitergehen mit Bowling und so weiter und so fort. Ich versuche immer einen neuen Rang zu erzielen, bis ich mal am Ende angekommen bin. Ich weiß nicht, ob mir das gelingen wird. Wenn ich natürlich merke, dass ich mega lange an einer Sportart habe, dann würde ich mal sagen, dann skippe ich die und gehe dann zur nächsten. Aber heute Janbara angesagt. Und ich habe gleich das Vergnügen hier, gegen Frankreich zu spielen. Falls ihr euch fragt, wieso ich das weiß, ja, schaut euch mal seinen Titel an, das sagt ja alles, ja. Okay, mein erster Gegner, bist du gut. Erste Runde hier. Naja, also aufgewärmt oder so bin ich jetzt nicht gerade, aber das brauche ich doch auch hier nicht. Das wird ja schon noch irgendwie klappen. So. Okay, mal schauen, wer ich jetzt... Ja. Okay, oh. Und erster K.O. war eigentlich relativ schnell, würde ich mal sagen. Mein Arm ist übrigens immer noch nicht okay, falls euch da fragt. Aber wie schon gesagt, ich spiele nicht 3 oder 2 Stunden hier, sondern nur etwa maximum 15 bis 20 Minuten. Nein. Okay, jetzt hat er gewartet. Schlau. Okay. Nein. Okay. Das wird spannend. Das hat vorher so schön ausgesehen. Hoffe ich, dass ich da nicht jedes Match verliere. Aber das ist ja erst hier der Start hier. E-Liga hier. Nein, jetzt hat er auch gleichzeitig geschlagen wie ich. Nein. Nein. Ja. Okay, das wird noch spannend. Ich sehe es jetzt schon. Hä? Gutes Match gewesen hier am Anfang, würde ich mal sagen. Schockiert. Ja, mein erstes Match hier, das verliere ich doch hier nicht. Das ist wirklich mein erstes Match. Ich habe nicht irgendwie vorgespielt oder sonst was irgendwie. Wir kommen gleich zum nächsten Match. Wie viele Punkte gibt es hier überhaupt hier? Also unten gibt es immer gleich viele, wenn man hier siegt. Und da oben, nicht so viel. Also Janbara gibt da nicht so viele Punkte, würde ich mal sagen. Okay, coole Haare hier. Okay, was ist das für ein grimmiger Typ hier? Der ist auch aus Frankreich. Okay, mal schauen. Ob der gleich spielt, weil jeder spielt hier eh immer ein bisschen unterschiedlich, wisst ihr? Nein. 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 Gut geblockt. Gut geblockt. Nein, gleichzeitig geschlagen. Nein. Okay. Kam mir ein bisschen leichter vor, als der letzte Gegner, wenn ich ehrlich bin. Mimi. Okay. Zweite Runde. Los. Ah, ist noch nicht ready. Das sieht man auch nicht alle Tage, dass die Gegner noch nicht ready sind. Ich habe das Gefühl, dass er vielleicht abhauen wird. Aber ich hoffe es nicht. Hä, wieso ist es nicht gegangen? Er hat von oben geschlagen und ich habe horizontal geblockt. Seht ihr?
verstehe ich jetzt nicht gerade so, weil ich, wenn ich ja so blocke und der nach oben von oben nach unten schlägt, dann. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Jetzt hat es geklappt. Lass mich auf den Arm nehmen. Seht ihr? Hätte ich noch mehr abbiegen müssen? Das ist ja komisch vorher gewesen. Also, hey, das kann doch nicht sein, dass das hier so eine haarscharfe Steuerung ist. Aber man hat es gesehen. Also, wenn das wirklich so ist. Das ist noch die Epi, die dazugekommen ist nach dem zweiten Spiel. Der gleiche Spieler wie vorher taucht ein zweites Mal auf. Und das ist übrigens D-Rang, sehe ich gerade. Ich habe vorher gar nicht gesehen, welchen Rang der war. Also, ich habe mich nicht darauf geachtet. Oder was der erste war. Bin ich gespannt. Jetzt hat er das Schwert gewechselt. Er wird jetzt sicherlich nach oben schlagen. Von oben nach unten, müsst ihr gucken. Er schlägt von oben. Seht ihr, jetzt schlägt er wieder von oben. Schlägt er wieder von oben. Manche Gegner kann man richtig gut durchschauen. Weil jeder hat so ein bisschen so sein eigenes Kampfmuster. Also mein Kampfmuster, das kann ich euch natürlich nicht mitteilen, weil ich passe mich immer ein bisschen dem Mitspieler an. Oder in anderen Worten, verändere ich mich immer. Aber er ist zum Beispiel so einer, der gerne noch von oben nach unten schlägt. Schlägt er wieder von oben nach... Nein, doch, er schlägt schon von oben nach unten. Nein, jetzt habe ich nicht geblockt. Nein! Nein. Ich konnte nicht mehr blocken. Das ist mega komisch jetzt gerade gewesen. Jetzt hat er ein bisschen gewartet. Vielleicht hat er auch gemerkt, hey, er weiß langsam, wie ich jetzt da schlage. Okay, du Spitznase. Kommen wir zur nächsten Runde. Das wäre jetzt geil. Ich habe noch kein Match hier verloren eigentlich. Also, ganzes Spiel. Nein, er hat seitlich geschlagen. Nein. 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 Ja. Nein. 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 Spannend. Nein. Nein. Boah, gleichzeitig. Okay, jetzt sind wir auf der großen Plattform. Jetzt sind wir also auf der kleinen Plattform. Okay, jetzt hat er sich ein bisschen verbessert im Vergleich zum letzten Mal. Mal schauen, wie er schlägt. Ich hoffe, er schlägt von oben nach unten. Nein, er hat seitlich geschlagen. Okay. Mein erster verlorener Kampf. Gegen die Spitznase. Ja gut, das erste Mal habe ich ihn ja besiegt gehabt. Aber er ist einen Rang höher als ich sogar auch noch gewesen. Ja nu. Wir sehen uns wieder, Spitznase. So, die Spitznase ist jetzt mal nicht hier vertreten, sondern ein anderer aus Frankreich. Mit Rang E. Mal schauen, wie der sich da so ein bisschen so macht. Ob das mehr so ein bisschen aggressiver Spieler ist oder taktischer. Wir werden es sehen. Oh. Der ist seitlich geschlagen, oder? Ja, ich glaub's. Habe ich jetzt Lags? Irgendwie war es jetzt gerade ein bisschen komisch. Jetzt merke ich langsam mal, dass gewisse Spieler auch irgendwie nicht ein flüssiges Internet hier irgendwie haben. Okay. Das ging schnell. Mal schauen, ob das auch wieder so schnell... Ihr seht ihr, wenn ich gegen Gleichrangige spiele, dann macht das voll Fun. Aber irgendwann kommt man natürlich wieder in den höheren Rang, wisst ihr? Jetzt wartet er. Das war ein ziemlich lägiges Match. Der hat ein mega schlechtes Internet gehabt im Fall. Und das Match war sehr schnell vorüber. Also man merkt, einige haben da schon ziemlich Erfahrung und einige eher weniger. Jetzt wäre ich eigentlich schon Rangaufstieg, weil ich das letzte Match wahrscheinlich gewonnen hätte.
Also wenn man wirklich hier viermal gewinnt, dann kommt man eigentlich schon auf den nächsten Rang. Das Finale für den E-Plus-Rang. Okidoki, probieren wir das mal. Jö, ein Mädchen heute mal zu sehen, das erste Mädchen. Die sieht ja böse aus, Sir. Oh. Nein, Alter. Boah, okay. Nein. Nein. Ah, sie macht schlau. Okay, GG. Okay, die ist ganz eine ruhige Spielerin hier. Gut, ich bin eigentlich auch ein ruhiger Spieler, aber die hat das jetzt ganz gechillt hier genommen. Ich brauche noch einen Win. Ich brauche noch einen Win. Ja, Emma. Okay. Mir kommt es ein bisschen vor, als würde sie das Schwert des Öfteren gerade halten. Dann von oben nach unten schlagen. Schräg nach unten. Nein. Nein. Sie schlägt immer so ein bisschen so schräg nach unten, merke ich. Okay. 1-1. Ja, die Spitzennase ist jetzt hier nicht zu sehen. Die war schon nicht schlecht. Also ja gut, das erste Mal habe ich sie ja besiegt und das zweite Mal hat sie mich besiegt. Und wir sind ja auf das kleine Türmchen gekommen. Nein. Du wartest zu lange. Ich hab's gesagt. Irgendwann kommt Dreamer und schlägt dich hier ins Wasser. Also, ich muss sagen, ich habe alle Matches gewonnen. Außer der zweite Match gegen die Revenge, also Revanche da gegen diese Spitznase. Ich denke, das ist eigentlich eine relativ gute Bilanz, würde ich mal sagen. Nicht zu vergessen, die Spitznase war ein D-Rang, ne? Cool, Rang E erhöht. Ab nächstes Mal gibt es dann nachher auch Abzüge. Weil ab E-Rang gibt es noch keine Abzüge, ab E-Plus, ab dem ersten Rang gibt es dann Abzüge. Ich weiß nicht, wie es euch gefallen hat, ich habe es eigentlich noch cool gefunden. Ist, glaube ich, am schnellsten jetzt gewesen, in einer Folge gleich den nächsten Rang zu erzielen. Coole Sache, meinem Arm geht es eigentlich, ja, mittelmäßig, zieht zwar schon noch ein bisschen, aber eben, ich muss jetzt da nicht übertreiben und weiter da groß was machen. Hey! Lasst doch ein Feedback da. Wie gefällt euch allgemein Chanbara? Lasst es mich mal wissen. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit Badminton. Bis dann, eine gute Zeit und tschüss zusammen.